Hallöchen Leute und willkommen endlich zur zweiten Ausgabe der Final Fantasy 14 Dungeon Guides, der letztes Jahr ein paar Tage her. Und ich kann euch jetzt endlich den zweiten Dungeon Guide präsentieren. Diesmal kümmern wir uns um den Totenacker Tamtara. Das ist ein Level 16 Dungeon, den wir mittels der Hauptquest erreichen können. Der Questname hierbei ist die Ruhe der Toten. Und besagter Dungeon befindet sich in Cridania. Und ich würde sagen, ohne weiter groß drumrum zu albern, legen wir einfach los. So, und damit sind wir auch jetzt im Totenacker Tamtara angekommen. Das ist, wie schon gesagt, die zweite Instanz des Spiels, der zweite Dungeon des Spiels. Auch wieder für vier Personen gedacht und zu erreichen über die Hauptquestlinie. Das heißt, im Endeffekt muss man hier durch, wenn man die Hauptquest abschließen möchte. Natürlich wieder die übliche Gruppenkonfiguration aus Tank, Heiler und zwei Damage-Dealern. Und ich habe hier relativ viel Zeit, um über den Dungeon selbst zu sprechen, denn er ist nicht wirklich besonders, muss man dazu sagen. Was ich genau damit meine, werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Als erstes haben wir die Arcanic-Knappen. Das sind ganz, ganz, ganz einfache Trash-Mobs. Einfach einen fokussieren, umhauen, den nächsten fokussieren, umhauen. Und das ist auch die Taktik, die sich durch den gesamten Dungeon zieht. Die Trash-Mobs können hier tatsächlich noch weniger als in Sastasha, was ich ein bisschen schade finde. Und auch der gesamte Aufbau von Tamtara ist ein bisschen uninteressanter, würde ich sagen, als der erste Dungeon. Ich bin nicht gerne hier drin, sage ich gleich. Ich finde den Dungeon gehört zu den schwächsten im Spiel. Aber man muss durch, man muss ihn mitnehmen. Hier haben wir einen weiteren neuen Gegner, den Fleischfliegenschwaben, auch da. Einfach umhauen, wenn die zusammen in einer Gruppe mit Knappen auftreten oder mit einem anderen Gegner, den wir gleich noch sehen werden. Dann wollen wir die Fleischfliegen als letztes umhauen, da die so ziemlich am wenigsten Schaden verursachen. Aber auch da mit einer semi-kompetenten Gruppe sollte da eigentlich wirklich nichts schief gehen. Solange Tank und Heiler nicht einschlafen. So haben wir hier einen kleinen Speed-Up des nächsten Parts. Und dann landen wir in der nächsten Gruppe von Gegnern. Diese Gegner haben wir eben auch schon mal ganz kurz im Speed-Up gesehen, das sind die Aaskäfer. Auch da einfach fokussieren und umhauen und ich habe da ein bisschen übertrieben und die Aggro gezogen. Das kann passieren, aber auch da nicht besonders schlimm. Das Einzige, worauf man wirklich aufpassen sollte, ist, dass die Gegner den Heiler nicht angreifen. Speziell auf dem Level halten die Heiler quasi gar nichts aus und fallen sofort tot um, sobald man sie auch nur anpustet, was natürlich nicht wirklich nett ist. Außerdem haben wir hier Ackerlichter. Die sehen so ein bisschen aus wie die, roten, irrlichtähnlichen Gegner in Sastasha. Allerdings halten die hier ein bisschen mehr aus. Das sind tatsächlich Gegner, die man in der Gruppe umlegen sollte. Und auch da wieder gleiches Prinzip. Einen Gegner fokussen, umhauen, nächsten fokussieren, umhauen. Und das war es dann auch schon so ziemlich. Hinten in der Ecke sehen wir eine kleine Schatzkiste. Das ist ganz interessant an Tamtara. Es gibt sehr, sehr, sehr viele, sehr leicht erreichbare, vor allen Dingen Schatzkisten. Und dort können durchaus ab und an mal Ausrüstungsgegenstände drin sein, die man auch unter Umständen gut gebrauchen kann. Ein Beispiel eines solchen Ausrüstungsgegenstandes werden wir dann in der nächsten Kiste, glaube ich, sehen. Oder in der übernächsten Kiste, die wir hier auch in diesem Raum sehen. Die liegt da am Ende rum. Und nee, das war dann die nächste Kiste. Hier war auch nichts weiter Interessantes drin, wahrscheinlich ein paar Tränke. Jedenfalls kommen wir hier zum ersten Boss. Und das ist so ein bisschen das, wo ich ein Problem mit diesem Dungeon habe. Denn wir haben vier Bosse in diesem Dungeon und die ersten drei Bosse sind exakt die gleichen Encounter, was echt. Ach. Wir haben hier eine kleine Gruppe aus zwei Totengräbern und einem Dalamut-Priester. Wir wollen uns zuerst um die Totengräber kümmern. Das sind die einfacheren Ads. Die möchte man natürlich erstmal weghauen. Danach kümmert man sich um den Dalamut-Priester. Auch der hält nicht allzu viel aus.
Und sobald dieser am Boden liegt und Dreck frisst, spawnt der eigentliche erste Boss. Das ist ein Nichts-Seelensammler. Kann an sich nicht viel, wie man es von einem ersten Boss in so einer Instanz erwarten würde. Er hat einen kleinen AOE-Zauber, da sollte man möglichst nicht drinne stehen. Ansonsten einfach drauf schauen, dass der Tank immer gut geheilt ist, dass die Damage-Dealer ihren Schaden machen. Und das war es dann auch so ziemlich. Und auch der Tank kann hier aus der AOE durchaus rausrennen, um ein bisschen Schaden zu verringern. Das war es eigentlich auch schon von diesem Encounter. Und den haben wir jetzt noch zweimal vor uns. Und wie gesagt, ich bin da kein Riesenfreund von dem Design dieses Dungeons. Das Spiel hat wirklich viele, 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 viele großartige Dungeons. Und die werden wir natürlich alle noch im Laufe der Reihe sehen. Aber Tamtara ist definitiv, zumindest im normalen Modus, ein Dungeon, den man einmal machen sollte und dann nie wieder, wenn es sich vermeiden lässt. Ansonsten, den Hard Mode werden wir uns natürlich dann auch angucken, allerdings erst, wenn wir alle normalen Dungeons durch haben. Ich möchte das in der Reihenfolge machen, in der man die auf die Dungeons im Spiel normalerweise auch treffen würde, auch wenn einige Dungeons optional sind. Aber es gibt so eine grundsätzliche Dungeon-Reihenfolge, die ich erstmal zeigen möchte, bevor wir dann zu den Hardmodes und späteren Dungeons gehen. Hier haben wir Gruftmilben und Akmena Fußsoldaten. Auch da wieder, die Gruftmilben kennt man vielleicht schon so ein bisschen von der Oberwelt, funktionieren an sich genauso. Das heißt, sie können nicht viel außer angreifen. Die Akmena Fußsoldaten sollte man ein bisschen aufpassen, die können durchaus ein bisschen Schaden machen, speziell an eventuellen Stoffträgern. Da sollte man eben so ein bisschen auf seine Aggro gucken und schauen, dass der Tank selbige nicht verliert. Außerdem haben wir jetzt nochmal einen kleinen Speed-Up. Das sind jetzt nochmal ein paar kleine Trash-Gruppen aus Aaskäfern und Akmena-Soldaten. Und hier werden wir auch einen kleinen Schnitt haben. Denn ich hatte leichte Audioprobleme gehabt im Spiel und musste die erstmal fixen. Von daher, wenn wir links lang gehen, kommen wir in einen kleinen optionalen Bereich. Dort finden wir wieder eine Schatzkiste. Wie gesagt, Tamtara ist vollgestopft mit Schatzkisten. Außerdem finden wir hier drinnen eine Gruftmilbe und ein Ackerlicht. Ich habe jetzt mal den Part nicht beschleunigt, eben wegen der Schatzkiste. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal in aller Ruhe betrachten, wie wir eine Gruftmilbe und ein Irrlicht kaputt hauen. Was leider, wie schon gesagt, nicht super spannend ist. Weil, wenn ich mich recht entsinne, ich glaube, der nächste Dungeon dürfte schon wieder einer der interessanteren werden, den wir hier in der Reihe uns anschauen werden. Aber auch da natürlich zuerst den Normal Mode. In der Kiste hier hatten wir jetzt zum Beispiel geplünderte Kreolen. Das war das, was ich gemeint hatte, dass in Kisten durchaus auch mal interessante Gegenstände sein können. Das war ein grüner Gegenstand. Und das ist durchaus Ausrüstung, die man gut gebrauchen kann auf diesem Level. Ich bin kein Freund von den ätherischen Ausrüstungsstücken, die man in Dungeons teilweise findet. Also die pinken bzw. lilanen Ausrüstungsstücke, wie hier die gefütterte Ätherhose. Aber wenn man einen grünen Gegenstand in der Kiste findet oder nach einem Boss-Encounter, dann ist das grundsätzlich schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass man das Ausrüstungsstück gut verwenden kann. Und hier haben wir wieder exakt den gleichen Encounter wie vorher. Wir haben es diesmal mit 3 toten Gräbern zu tun, von daher, sie kommen in größeren Mengen, was allerdings nicht viel ausmacht, da die toten Gräber immer noch fürchterlich schwache Gegner sind. Und wieder der Dalamut-Priester und auch da wieder das gleiche Prinzip. Wir hauen einen toten Gräber nach dem anderen um. Großartig, selbst mit AOE-Spells wird man hier nicht viel machen können, da man in der Regel noch nicht allzu viel hat, wenn überhaupt. Wir kümmern uns dann am Ende wieder um den Priester, um den einen. Und sobald dieser down geht, werden wir wieder einen Nichts-Seelensammler konfrontieren, der exakt genauso funktioniert wie der erste Boss. Es gibt da keinerlei Unterschied im Encounter. Es ist exakt der gleiche Fight wie beim letzten Mal. Auch hier hat er wieder seine Cone-AOE. Da rausgehen und ansonsten draufhauen, wegfokussen, den Tank hochheilen. Der hier, da wir ein bisschen überequipped sind, wie ich es ja schon in der letzten Folge betont hatte, nicht besonders viel Schaden nimmt. Allerdings
solltet ihr euch im Hinterkopf behalten, dass wenn ihr mit einer frischen Gruppe reingeht, sag ich mal, die noch nicht Level 50 erreicht hat und entsprechend ausgerüstet ist, dass die Bosse hier zwar sehr simpel sind, aber durchaus Schaden machen können. Und ich habe schon die ein oder andere Gruppe erlebt, die tatsächlich an einem Nichtsehensammler gestorben ist, was ein bisschen peinlich ist, aber es kann durchaus passieren. Entweder passte der Tank nicht auf oder der Heiler nicht. Da muss man wirklich gut aufpassen, denn man muss dazu sagen, auf diesen Levels ist es schwierig, als DD Aggro zu ziehen. Wir haben hier einen weiteren neuen Gegnertypen, den gefräßigen Jarson. Die könnte man kennen, wenn man Gridania gequestet hat. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf diesem Level irgendwo anders auch noch auftreten. Ich glaube, die sieht man erstmal nur in Gridania. Naja, jedenfalls sind das diese sechsbeinigen Spinnendinger. Wobei Spinnen sind es nicht, die haben acht Beine. Moment, haben die vielleicht sogar acht Beine? Keine Ahnung. Lasst mich mal zählen. 1, 2, 3, 4. Jetzt sehe ich nichts mehr. Aber ich glaube, es waren sechs Beine. Egal! Wir wollen nicht die Beine der Gegner zählen, sondern sie einfach umhauen. Und auch hier haben wir wieder ein paar Fußsoldaten, wieder ein paar Jasons. Es sind sechs Beine, glaube ich. Und gut, dass wir das geklärt haben. Und die nehmen wir natürlich einfach mit, ganz easy peasy, die gleiche Taktik wie sonst immer auch, fokussen, weghauen, nächsten fokussen, weghauen. In diesem kleinen Raum haben wir wieder eine Schatztruhe, ich glaube da war wieder nichts wirklich Interessantes drin, nee, wahrscheinlich wieder nur ein paar Äther oder ein paar Heiltränke oder sowas wie üblich. Und sobald wir die Schatzkiste mitgenommen haben, können wir wieder ein bisschen Speed abgehen, denn wir haben noch ein paar Jasons vor uns, die im Weg stehen. Und der restliche Part des Videos wird nicht im Speed-Up laufen, werde ich mal sagen, denn hier haben wir den nächsten Boss-Encounter. Das Besondere hier ist, wir haben zwar diese Boss-Barriere am Anfang, diesen lila Schimmer, der angibt, wenn man in einem Bossraum ist. Allerdings können wir zum Boss selbst noch nicht hin, denn wir sehen hier links diese magische Barriere, die müssen wir erst aufbrechen. Und dafür müssen wir erst uns einen Gegenstand besorgen. Der wird natürlich bewacht von noch mehr Trashmobs. Das hier sind die Akmener Fußsoldaten und Akmener Knappen. Auch da kann man angehen, wie man möchte. Man kann den Fußsoldaten erst umhauen, um so ein bisschen den Schaden zu verringern. Und dann die Knappen oder erst die Knappen umhauen und dann den Fußsoldaten, um die einfacheren Ads erstmal wegzuhauen. Das liegt ganz bei euch, wie ihr das machen wollt. Wir haben jetzt zuerst den Fußsoldaten umgehauen und haben uns dann um die Knappen gekümmert. Kein Riesendrama hier. Um an der magischen Barriere vorbeizukommen, brauchen wir, wie ich schon gesagt habe, ein Item. Das finden wir weiter hinten im Dungeon durch diesen Durchgang. Und am Ende dieses Ganges, der übrigens sehr frei von Trashmobs ist, freundlicherweise, finden wir eine kleine Gruppe mit vier Akmener-Knappen. Ich glaube, ein Fußsoldat ist hier nicht dabei. Das sind doch ein Fußsoldat und drei Knappen. Und auch da wieder entweder den Fußsoldat erst umhauen oder erst die Knappen und dann den Fußsoldat, wie man möchte. Und wir sehen schon hinten das Kleinod des Ketzers. Das ist unser Ziel. Das wollen wir haben. Allerdings kommen wir da nicht dran, solange wir die Gegner hier nicht entsprechend umgehauen haben. Und sollte auch kein Riesenproblem sein. Wobei man auch da dazu sagen muss, der Damage der Knappen und des einen Fußsoldaten können sich durchaus aufaddieren. Und ein nicht so erfahrener Tank und nicht erfahrene Heiler können hier durchaus ein bisschen Schwitzen kommen. Vor allen Dingen, weil der Tank so ein bisschen aufpassen muss, dass er alle Knappen an sich hält. Und ja, sollte aber, denke ich, alles machbar sein. Ist jetzt definitiv kein schwieriger Dungeon. Man muss ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten easy peasy. Wir nehmen das Kleinod mit. Das brauchen wir, um die Barriere zu öffnen. Und gehen entsprechend wieder zurück zur Bosskammer. Und sobald wir dort sind, werden wir die Barriere öffnen. Wir sehen schon, hier ist ein bisschen mehr los als in den letzten zwei Bosskammern. Wir haben hier rechts zwei Totengräber, links zwei Totengräber und wieder einen Sorcerer, Octavel der Unerbittliche. Ein Octavel. Octavel.
Er ist an sich nichts anderes als ein etwas stärkerer Dalamut-Priester. Von daher, erst wieder die Totengräber umhauen, dann Oktavel umhauen und auch da wieder das Gleiche. Sobald die ganze Gruppe hinüber ist, wenn der Totengräber, das hat lange gedauert, muss ich gerade mal sagen, der hat lange überlebt. Sobald der Priester hier dann down ist, spawnt wieder ein Nichts-Seelensammler und auch da wieder das Gleiche wie immer. Keine Riesenüberraschungen. AOE, raus aus der AOE, AOE, Schaden machen, Tank heilen. Ganz, ganz, ganz easy. Und wie gesagt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde das furchtbar in diesem Dungeon, dass man einfach mal dreimal exakt den gleichen Encounter hat. So, sorry für die kurze Unterbrechung, aber mein Handy hat gerade geklingelt, mal wieder mitten in der Aufnahme. Ich finde es ein bisschen sehr lahm, dass man dreimal den gleichen Encounter hier hat. Und naja, hauen wir ihn weg. Und sobald dieser down ist, können wir erstmal uns die Schatzkiste schnappen mit der Beute und die beiden Spherolithen aktivieren. Und sobald wir beide aktiviert haben, öffnet sich der Weg zum letzten Boss des Dungeons. Und dieser Boss ist zum Glück kein Nichtseelensammler ausnahmsweise, sondern tatsächlich ein eigenständiger Boss, der auch durchaus unerfahrene Gruppen gut zerlegen kann. Das ist Großkönig Galwand, der Octopusmann. Und ein bisschen was von Octodad. Und ja, im Endeffekt ein Boss, der durchaus ein bisschen tricky sein kann, wenn man wirklich mit einer super unerfahrenen Gruppe rausgeht. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass ich hier bei dem Bossfight gestorben bin, weil die Gruppe nicht aufgepasst hat. Aber naja, im Endeffekt, sobald man weiß, was er tut, ist er recht gut machbar. Der Tank möchte sich ihn gleich schnappen. Man kann ihn so ein bisschen zum Rand ziehen oder ihn in der Mitte stehen lassen, wie man möchte. Und im Endeffekt wollen wir am Anfang einfach nur blind Schaden drauf machen, sag ich mal, den Tank kurz antanken lassen. In einer kleinen Weile spawnt er dann einen unauffälligen Imp, der mit dieser lila Linie mit dem Boss verbunden ist. Solange dieser Imp lebt, beziehungsweise auch später werden mehrere Ads kommen, die mit dieser Linie verbunden sind. Solange diese Ads leben, kann man an Galwand keinen Schaden machen. Das heißt, es ist ultra, ultra wichtig, dass die Ads so schnell wie möglich umgehauen werden. Und sobald sie tot sind, eben, dass man nochmal anfängt, viel Schaden auf den Boss zu machen, bis er die nächsten spawnt. Man sieht jetzt, wir haben wieder einen mit einer lila Linie und er hat drei zusätzliche Ads gespawnt. Das ist so ein bisschen Trash, den der Tank entweder mittanken kann, die man dann so nebenbei umhaut, oder man kümmert sich erst komplett um die Ads, wie wir es jetzt gerade machen, und sobald diese dann down sind, geht man weiter auf den Boss. Es sind keine besonders starken Gegner, ein DD kann sich in der Regel tatsächlich alleine drum kümmern, aber wenn beide Damage-Dealer draufgehen, vielleicht auch noch der Tank, dann hat man die eben sehr, sehr schnell aus dem Weg geräumt. Und hier sehen wir den AOE-Spell von Galwand. Der hat eine relativ große Reichweite und sie wollen alle, die in dieser Reichweite stehen, rausgehen. Das macht schon sehr, sehr ordentlichen Schaden. Und selbst der Tank kann hier rausrennen, um so ein bisschen den Schaden zu reduzieren. Hier haben wir jetzt das letzte Mal, dass er Ätze beschwört. Diesmal sind es zwei Gegner mit diesen lila Linien. Die wollen wir natürlich zuallererst umhauen. Und sobald diese dann down sind, und auch da wieder kann sich theoretisch ein DD, wie man gerade sieht, um einen Ad kümmern und dann dem anderen zur Hilfe eilen, sobald einer down ist. Sobald diese dann weg sind, kann man sich endgültig um Galwand kümmern und kann ihm so ein bisschen den Rest geben. Und genau das werden wir auch tun. Und ich glaube, wir werden auch gleich nochmal einen Limit Break sehen. Wenn ich mich recht entsinne, hat, glaube ich, ja, und hier sehen wir es nochmal. Und es hat sehr, sehr guten Schaden gemacht und sollte ausreichen mit ein paar mehr Treffern, um Galwand umzulegen. Und damit haben wir den Totenacker Tamtara abgeschlossen. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist die Beute einzusammeln. Danach, nach dem Dungeon, die Quest abzugeben.
Und nach diesem glorreichen Sieg über Octodad würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das nächste kommt etwas früher. Ist immerhin schon aufgenommen. Und wir gehen jetzt aus dem Dungeon. Ja, ja. Bis dahin. Tschö, tschö.